willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Mit mir, dem Jan, und der Pascal ist auch dabei. Hallo. Dabei. So, wir müssen jetzt zu einer Raumstation. Um diese Mikroprozessoren zu kaufen. Was ist das? Ja. What the fuck ist hier passiert? Ach, das ist ein Raumschiff. Bist du das? Was? Nicht genug Treibstoff in der Startschubdüse. Jawohl, da sind wir wieder. Ah, dieses Piepe, ne? Was ist das? Das ist unsere Alarmanlage von der Feuerwehr. Eigentlich einmal, ich glaube, jeden ersten Samstag im Monat, 11:30 fängt die an zu piepen. Das heißt, ich bin jeden ersten Samstag im Monat um 11:30 wach, das ist sicher. Aber warum das Ding jetzt piept, keine Ahnung. Ich meine, wir haben 10:30. Es ist Dienstagabend. Ja. Irgendwo ist ein Feuer. Ein Waldbrand. Wo bist du? Ich bin da, wo du gestartet bist. Also ja, ich fliege gerade nach oben. Was? Hä? Ich habe wieder eine Raumstation. Oh. Hast du auch so eine Raumstation angezeigt? Handels. So was Hohes? Das Terminal. Ja. Ich glaube, wir müssen dahin fliegen. Ist das die Raumstation? Genau. Ich wette mit dir, der Treibstoff reicht nicht. Ein Treibstoff wird nicht reichen, das ist nur noch 16%. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schneller bin als du. Bist eher losgefahren? Nee, bist du. Du bist doch eher los. Jetzt bist du stehen geblieben. Ich bin im Ja. Hast du das gesehen? Ja. Minuten 40 jetzt. Was? Bei 33. Du fliegst ja jetzt wieder 2 Minuten hin. Ja. Du kannst ja auch sammeln. Ja, aber ist gerade nichts. Das heißt, um diese Prozessoren zu kaufen, musst du Geld ausgeben, ne? Und das ist doof, wenn man auf ein Raumschiff spart. Das stimmt allerdings. Damit man mehr Lagerraum hat. Da ja eh nur einer hier rankommt, ist okay, dass du noch länger brauchst. Gegenstand. Boah, ich kann auf die Dinger schießen, da passiert nichts. Ne? Oh, jetzt habe ich ein Silber bekommen. Natürlich das, was ich nicht brauche. Wie viele brauche ich noch? 2, ne? Wie viel hast du? Wie viel Geld? 32.000 oder so. 32? Irgendwie sowas. Das ist doof. Das ist sehr wenig, ich weiß. Weil 1 kostet 19.000. Und du brauchst 5. Nee. 5 kosten 95.000. Wo soll ich denn das Geld her haben? Weißt du? Und wenn man die verkauft, 5 Stück, kriegt man nur 10.000. Tja.
Ich kann dir Sachen geben, die du verkaufen kannst. Eine Idee. Bist du denn schon da? Ich sammle noch. Sammelst du immer noch? Ja, ich lach gerade auf. Ach so, dann bitte das Raumschiff nicht, dass er lang fliegt. Wo muss ich denn jetzt hin? Raumstation, Handelsterminal, ne? Ja, 20 Sekunden. Jetzt kommt schon. So. Was kann ich hier geben zum Verkauf? Das ist so viel. Hast du Uran? Uran? Nö. Scheiße. Warum? Wie soll ich denn jetzt an Uran rankommen? Ich kann nicht abheben. Wie Uran? Ja, ich brauche Uran oder diesen Raumschiff-Treibstoff. Ja, mach doch den Raumschiff-Treibstoff oder hast keine Metallplatte mehr. Raumschiff-Treibstoff. Ah, doch. Ah, oh, stimmt so, kann ich es auch machen. Wie viel hast du? 32. Warte, ich guck mal. Das müsste, glaube ich, reichen, oder? Habt ihr was gegeben? Oder? Nö. Doch? Ich hab nix. Doch, du müsstest hier einmal so ein komisches rostiges Raumschiff-Ding. Ah, da, ja, ich hab's. Zwei Stück. Und dann noch diese, so eine Scheibe. Du musst in die andere Richtung, nach rechts. Zu diesem Auge, zu diesem Terminal. Ja, eigenes Kraftfeld. Hm.
Wo kann ich denn die Mikroprozessoren kaufen? Auch an dem Teil? Ja, man muss auf Kaufen gehen. Alles klar. Ich könnte mir eine Gefahrenschutzbatterie kaufen, die 20% besser ist. Aber dann müsste ich. Was denn? Musst du auch Kupfer sammeln? Weiß ich noch nicht. Ich muss. Nein. Aber wie viel Kupfer brauchst du? 250. Obwohl, ich guck mal, ob ich was im Raumschiff habe. 250? Ja, das findet man Ja. bestimmt bei uns auf dem Planeten, weil wir da wieder zurück Ja, müssen, weil da einige. der Ofen ist. Ja, Kupfer hatte ich verkauft, das Einzige, was ich noch hatte. Ärgerlich. Dann fliegen wir jetzt zu unserer Raumstation zurück. Dieser Basis. Jetzt unserer Basis. Ich werde nicht weit kommen, glaube ich. Oh, da bist du weg. Ich habe noch 9%, 8, 7, 6. Aua. Wenn ich brauche mit der Geschwindigkeit schon eine Minute. Silber. Was ein Snap von dir. Annika hat auch gelacht. Bist du schon da? Ja, ich flieg gerade hin. Das sollte erstmal reichen. Eine Minute noch. Boah, Kollision. Ich habe aber 5 Silber bekommen. Wann bist du denn da? 3 Sekunden. Wie geht das? Ich bin in einer Sekunde da. Jetzt wieder. Ach, wieso, hä, wieso kommt da noch mehr Zeit dazu? Weil du dann in die Atmosphäre, glaube ich, eintrittst. Dann bremst er dich nochmal ab. Das war mein Landeplatz. Leiden ist Kobalt. Kupfer. Bist du? Ah, da hinten. Nee, doch, doch, da.
muss ich denn hier reintun? Oh, ich geh mal da hinten hin. Warte, was muss ich jetzt machen? Chromatisches Metall. Das habe ich, glaube ich. Ja, ich habe 24. Und dafür brauchst du 250 Kupfer. Ich brauche 250 Kupfer, ja. Wieso funktioniert denn das Scheiße? Wo läufst du denn jetzt hin? Ich suche Kupfer. Kupfer ist hier in 600 U. Oder? Kupferansammlung da hinten. Ja, ich hab's. Ja, ich hab eine andere. Okay. Ferritschlauch mal rein. Eigentlich Speicherplatz noch in deinem Inventar? Ja. Glück. Oha. Oha, das ist riesig. Wie, das ist riesig? Eine riesige Anwendung. Ah, jetzt ist das Ding auch noch leer, ich glaub's ja wohl. Wusstest du, dass man die, mit diesem Miner, wo man mit Löcher machen kann, auch wieder zumachen kann, die Löcher? Was? Das geht? Ja. Es war nicht genauso, wie es vorher war. Aber ein bisschen. Wie weit ist das denn? Fertig. Und jetzt muss ich einen Hyperantrieb bei mir im Raumschiff bauen. Ich habe 158 Kupfer, weil mein Laser leer ist. Ich muss erstmal wieder Ferritstaub sammeln. Ja, das war Ferritstaub. Erstmal sammeln.
für einen Hiebantrieb brauche ich eine Warpzelle und die habe ich jetzt da voll reingeklatscht. Ich hätte jetzt zwar auch einen abgegeben, aber ich wusste nicht, dass ich so von alle reinhaue, aber okay. So, das Ding ist jetzt auch leer. Ah, da hat er wieder 100%. Der Raumschiff ist so laut hier. Wow. Was kann ich denn hier noch für einen Bauplan? Nachrichten. Verschlossene Kiste. Glaubst du, man kann in diese verschlossene Kiste was reintun? Extreme Hitzeschaden. Scheiße. Was stirbst du? Nee, es war einfach komplett weg. Ich könnte ein Holzfenster. Hast du eine Antimaterie? Ich glaube nicht. Wo kriegt man die denn her? Keine Ahnung, musst du eben schon bauen. Ja, aber die kannst du nicht bauen. Oder? Also du kannst hier so einen Behälter bauen. Ich kann ja mal gucken, ob ich den Behälter für dich schon mal bauen kann. Wahrscheinlich eh nicht. Ich muss das doch irgendwie herstellen können. Das brauchst du doch auch um. Das habe ich doch schon mal hergestellt. Produziere oder kaufe Antimateriegehäuse. Stelle Antimateriegehäuse aus Sauerstoff und Feldstaub her. Verwende X, um im leeren Inventarplatz etwas herzustellen. Vorräte findet man gelegentlich im Vorratslager, die auf Planeten zurückgelassen wurden. Es gibt Vorratslager. Lager. Mit X. Aber ich krieg das nirgendwo. Ich hab Sauerstoff und... Hm.
Ach, noch eben ins Raumschiff geschafft. Kannst du ein Antimateriegehäuse bauen? Wo ist das? Muss es wohl irgendwo hier geben. Antimateriegehäuse? Nee. Bei mir in steht Stille Antimateriegehäuse aus Sauerstoff und Ferritstaub her. Verwende X, um im leeren Inventarplatz etwas herzustellen. Dann muss man das ja irgendwie herstellen können, dieses Gehäuse. Anscheinend. Das habe ich vergessen, was ich machen muss. Ah. Ah ja, chromatisches Metall muss ich machen. Wie geht das denn? Du musst dein... Was hast du gesammelt? Kupfer? Musst du da in den Ofen tun. Das Maintenance hier. Was? Ja. Ah ja. Verhältnis von 2 zu 1. Mich verarschen. Kann ich das Ding stoppen? Wie stoppen? Du gehst auf Abbrechen. Da an der Seite kannst du irgendwie Start und Pause drücken. Ja, weil es läuft weiter. Kannst doch hier auf Start und Stopp, oder nicht? Jetzt hat er auch. Nee, doch nicht. Ja, aber der läuft bei mir weiter, aber da ist gar nichts mehr drin. Objekte in Gebrauch. Ach, du machst was. Nein, ich mach gar nichts. Hä? Bei mir ist Bei gar mir nichts steht drin. Objekte in Gebrauch. Ja? Immer noch? Ja, da steht. Aber ich komme drauf. Du musst gedrückt Keine halten, Ahnung. ne? Ja. Wie viel Kupfer hast du? Ich? Ja. Gar kein. Ja, ich muss da hinten hinlaufen. Ich dachte, du hast genug gesammelt. Ja, ich habe alles gesammelt, was da war. Ich habe insgesamt jetzt nur 35 chromatisches Metall. Und wie viel brauchst du? Ach, da ist noch mal Kupfer. Ah! Der hat mir das Kupfer da unten hingepackt, ein 250er Stack. Schon rein. Ah. Der hat mir das einfach unten hingepackt.
habe Raumschiff-Schreibschrift gefunden. Wow. 54.000 Units gerade gesammelt. Wow. Ich brauche reines Fördersteuer. Ist eigentlich schon am Ofen? Nee, gerade fertig. So. Kannst du jetzt eine Antimaterie-Bauhäuser bauen? Nee, ich habe erst 60. Wie 60? Ich habe erst 60 chromatisches Metall. Warum? Keine Ahnung. 250 Kupfer verbrannt. Aber dafür was? 250 Kupfer. Ja. Und ich habe insgesamt nur 60 chromatisches Metall und ich hatte vorher schon 24. Weil du musst ja noch das andere Kupfer dazu rechnen, das sind nur die 30 oder 40 gewesen. Ja, also ja aus 280, 290 Kupfer. Dann habe ich gerade mal 60, also 40 chromatisches Metall rausbekommen. Du kannst doch noch was herstellen, oder nicht? Soll ich denn herstellen? Wie? An dem Ofen. Was soll man denn am Ofen? Hier, diesen Main. Stellen. Ja. Du musst auch da noch was herstellen, oder nicht? Nö, wo denn? Dieses Metall, oder nicht? Na, ich habe ja alles reingetan. Ich habe ja nicht mehr. Was hast du reingetan? Kupfer. Wie viel braucht man? 125, ne? 250. Ja. Ja. Der muss halt noch Kupfer sammeln. Ist das? Da ist Kobalt. Und da ist Kupfer. Aber bevor ich zum Kupfer gehe, gehe ich hier hinten hin und guck, was da drin ist.
Was brauchst du? Nur eine Warpzelle? Ja, du brauchst noch. Was? Hä? Wo hab ich denn? Ach, da steht eine 1 vor. Ist ja schön, dass die 1 auf so einem weißen Punkt steht. Eine weiße 1 auf einem weißen Punkt. Dankeschön. 160 habe ich, nicht 60. Ach, perfekt. Packen die die 1 in der gleichen Farbe auf. Danke dafür. Jetzt musst du eine Warp-Zelle bauen. Ja, Antimaterie finden. Wie finden? Antimaterie finden, stimmt doch. Ja, warte, ich gebe dir mal was. Kannst du was da rein tun? Wo rein? Ja, in diesen. In der Warp-Antrieb. Das, was ich dir gerade gegeben habe, in den Hyper-Antrieb. Ja, habe ich aufgeladen. Hast du immer noch jetzt, dass du das sammeln musst? Alle Systeme funktionieren, suche Antworten in den Sternen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall unsere Sachen, die hier stehen, mit. Okay. Weil sonst müssen wir hier wieder hinfliegen. So, mal gucken, was ich denn mitnehmen kann. Den Ofen. Das ist eh nicht. Nicht. Kannst du den Computer aufnehmen? Setz dir mal hier einen Speicherpunkt, wo ich stehe. Wie kann man den setzen? Du guckst auf den Teil und drückst fehl. Ach da. Ja. Und dann nochmal. Mitnehmen das Teil. Kannst du das mitnehmen? Kann. Man kann den Basiscomputer nicht mitnehmen. Nee. Ah, dann lassen wir ihn hier stehen. Dann haben wir das immerhin hier markiert. So, und jetzt fliegen wir ins Weltall. So. Und dann? Und dann machen wir hier. In der nächsten Folge fliegen wir ins Weltall und machen dann da weiter. Ich war gespannt. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.